Da warten bestimmt Creeper auf uns. Wenn das Diamanten sind, Alter, dann... Oh, Gold! Leute, wenn das Diamanten sind, dann... Ups. Was zum Teufel? Es sind wirklich Diamanten. Und Gold. Ein Traum wird wahr. Okay. Dann machen wir erstmal die Kohle weg hier. First of all. Also wir haben hier Eisen, wir haben hier Kohle, wir haben hier Gold, wir haben hier Diamanten. Das Einzige, was wir noch nicht haben, das ist Lapis. Und das brauchen wir aber auch erst später, wenn wir uns ein schönes farbiges Zimmer machen wollen. Das gut brennen kann. So, dann hauen wir erstmal die Kohle weg hier. Ist gut. Und draußen regnet es wie so ein Bastard. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mitte Februar erstmal Regen. Ist gut. So, immer her das Gold. Danke. Diamanten. Bewacht von Lava. Also bewacht nicht, aber... Ja. Man lebt jetzt natürlich mit der Angst, dass hier was runterkommen könnte, nicht? Aber hey. Mist. Scheiße. Es kommt hier gleich was runter. Es knackt kurz, haut uns runter und dann zischt es. Oh, das ist Apologize. Ich hab Angst. Wer Angst hat, verliert. Licht. Oh. Gut, dann machen wir uns hier einfach die Kohle. Klauen wir uns. Das passt zwar nicht so richtig, das Leder, aber es passt irgendwie doch. Toll. Ah, da gehen doch gleich die Emotionen mit mir durch. Ach, so ein tolles Lied. Hoffentlich mag mir YouTube das nicht an. Das wär's dann aber. So, das versaut die ganze Stimmung natürlich wieder, ganz klar. Ist immer so bei mir. Wenn irgendein episches Lied kommt, kommt danach immer irgendwelche Scheiße. Also in Anführungsstrichen. So, Kohle kann man ja nie genug haben, deswegen nehmen wir das hier alles mit. Lalala, da lalala. So, das machen wir aber trotzdem zu hier. Weil ich keinen Bock habe. Hier könnt ihr aber spawnen. Deswegen habe ich da eigentlich keine Lust drauf. So, okay. Und dann jetzt zu unserem Hauptaugenmal. Okay, wir sind auf Ebene 12. Erstmal den Gravel, Kronksprache, den Gravel weg, den Kies, mal da hinten, was auch immer.
hier haben wir Redstone. Aber ansonsten nichts Interessantes weiter, außer Diamanten. Aber den Redstone holen wir uns natürlich, ganz klar. Alles Klärchen. Das ist natürlich jetzt hier ungünstig. Machen wir mal die Lava dicht hier. Oh, was war denn das, Alter? Ich bin gerade erschreckt. Scheiße. Vor Funken habe ich mich jetzt. Oh, habe ich jetzt gerade vor Funken erschreckt, ja. So, meinst du, hier ist Lava drunter? Glück gehabt. So, dann machen wir die Lava hier natürlich auch weg. Mist. So nicht. Halt, stopp. So. Ich zeige euch mal, wie man... Also, hier unten drunter könnte ja jetzt Lava sein, nicht? Deswegen zeige ich euch mal, wie man es am besten macht, seine Diamanten, die man jetzt ganz neu gefunden hat, zu retten. Also ihr umschließt das erstmal mit zwei Feldern Abstand von der Lava. Also passt auf hier, das könnte alles Lava sein. Hier ist keine Lava und hier ist keine Lava, ja? Und dasselbe eben an jeder Seite. Jetzt macht ihr einen Ring hier drumherum, damit ihr erstmal sehen könnt, ist hier überhaupt noch Lava unten drunter. Wenn ja, müsst ihr die natürlich auslöschen. So, jetzt könnt ihr das abbauen, aber hier könnte immer noch Lava unten drunter sein. Deswegen nehmt ihr noch einen Block weg. Du verstehst? Hier könnte jetzt Lava sein. Ist nicht. Gut. Hier auch. Und hier auch. Und hier auch. So, und jetzt könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr diese Diamanten abbaut, ist keine Lava drunter. Und wir haben 4 Stück. Toll! So, toll! Gut. Dann hier ein Cobblestone hin und ansonsten sind wir hier fertig. Aber das Eisen da oben wollten wir noch mitnehmen. Oh, das ist ganz wichtig. Hallo, Eisen? Übelst wichtig, ja. Übelst wichtig. So viel Freude zu Beginn des Spiels. Ich glaube, uns steht etwas Schlimmes bevor. Wir holen uns nochmal die Kohle da oben. Tut mir leid, aber das muss am Anfang sein. Da kann man nicht einfach irgendwelche Rohstoffe da lassen. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. So. Dass immer solche riesigen Adern an Kohle sind, ey. Ein bisschen nervig. Und wir schreiben dann dem Steinzeug, den Steinwerkzeugen, schreiben wir dann auch bald ab. Bald ist die Lösung Silber. Eisen. Dingsbums da. Ne? So. Noch mehr Kohle. Und... noch mehr Kohle? Nö. Alles hat ein Ende. So, zu und zu und zu. So. Ja, kann man so lassen. Wir kommen hier eh nie wieder... Upsala. Ups. Wir kommen hier eh nie wieder runter. Also hierhin direkt jetzt. So, ich glaube, wir sind jetzt fertig, ne? Wir sind fertig. Für hier unten. Auf welcher Ebene sind wir? 15, 14, 13, 12. Okay, Leute. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir in unseren Canyon. Na, also wirst du wohl. Was zum Teufel? Wobei ich mich gerade was frage. Wir sind hier auf der Ebene 33. Na, okay, 33. Okay. Passt auf. Bevor wir hier unten reingehen, jumpen wir erstmal wieder hoch. Aua. Und machen uns diverse Dinge. Nicht wahr? Ja. So. Ist draußen Nacht? Nein. Ist gut. Da trifft sich gut. Ich muss nämlich hier mal ein paar Bäume fällen. Ganz kurz. Zum Beispiel diesen. Tut mir leid, Baum. Nichts Persönliches, aber du musst halt weg. So. Okay. Zack, zack, zack. So.
Okay, und was machen wir noch weg? Machen wir mal den hier noch weg. Wir brauchen hier sowieso Freiraum. Und wir können ja mit Hilfe von sogenannten Saplingen wieder neue Bäume aufstellen.